Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ich bin nochmal zurückgereist. Wie man sehen kann, ich habe Paladin Dance mir zur Seite geholt. Die Atombomben, Atomraketen hier aus dem Wächterplatz Prescott rauszuholen. Einfach mal, um zu sehen, ob er mitkommt zu... Hier, wie heißt der noch? Der Maxon, ne? Der oberste Oberguru. Der Oberboss der Bruderschaft. Oder ob er jetzt gleich einfach verschwinden wird. Denn wir werden hier, wir haben ja erfahren, dass er ein Synth ist und nachdem Liberty Prime wieder ins Leben gerufen wurde, so wurden wir ja zu ihm beordert und haben dann Informationen bekommen, dass er ein Synth ist. Und das würde mich einfach mal interessieren, ob er jetzt ob der einfach dann verschwindet, ob einfach dann weg ist oder ob er mitkommt. Deshalb lade ich das Ganze jetzt nochmal. Ich bin direkt bis hier mit ihm gegangen, weil der Zwischenstopp, der hat einfach nichts anderes ergeben, sondern die Halen hat nichts anderes gesagt mit ihm. Und ich habe gedacht, ich erspare euch mal ein paar Ladebildschirme, ein paar Laufwege. Wir machen das Ganze jetzt hier im Schnelldurchlauf. Hey. Reden mal kurz mit ihm, was er jetzt allgemein sagt. Paladin. Ja. Was meinst du? Ist es nicht gut, Teil von etwas so Wichtigem wie der Bruderschaft zu sein? Ja, das, ob du irgendwann weiterhin so reden wirst, weiß ich nicht. Deiner Meinung nach zwischen uns er weiß natürlich nicht, dass er ein Zünd ist. Warum das eine relevante Frage sein soll. Wir jetzt zum Zeitpunkt sonst wissen es ja auch noch nicht, also aber gut. Ich würde es gerne mal probieren, was passiert. So, wir öffnen dieses geile Türchen. Eigentlich passt es auch, wenn... Mit welchem Begleiter, also mit Paladin Dance, kann man diese Mission hier machen? Der typische Bruderschaftstyp. So eine Mission muss man mit Paladin Dance machen. Diese Einrichtung nicht nur eine Lagerstätte für Bomben, sondern auch ein Abschusssilo. Ja. Hast du noch irgendwas anderes? Hey, was willst du? Was meinst du? Die Bruderschaft hat sich aus der Asche des US-Militärs erhoben. Ja, nee, haben sie. Bestätige. Okay, wir springen mal da runter. Machen mal ein bisschen. Machen das Ganze mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Sollte nicht lang dauern. Hallo. Hallo, willkommen. Und ja. Willkommensgruß an uns. Wir machen das alles im Schnelldurchlauf, keine Sorge. Wir werden jetzt hier nicht länger uns aufhalten wie nötig. Ich möchte nur ganz einfach nur mal wissen. Wir können auch mal was aus. Wir können auch den Typen von Atom. Wir können uns ja mit dem anlegen. Das ist einfach mal eine. Wir werden diese Folge nicht speichern. Wir werden auch wieder. Ich werde mich wieder zurückladen. Wir werden uns wieder zurückladen in den anderen mit Piper. Das ist einfach nur der reine Speicher. Ja Gott, ich lasse ihn leben. Dieser komische Kind des Atomswächter. Ich lasse ihn einfach leben. Der hat uns ja nichts getan. Und deshalb... Waffe weg. Paladin Dance ist gerade noch beschäftigt. Weil ich runtergesprungen bin wahrscheinlich. Hat er... Wie? Warum? Was? Beantworte mir eine Frage. Wie? Du alter Synth! Du hast dich hingebeamt. Ein Beweis. Nummer A. Er ist ein Synth. Er kann sich hinbeamen. Nenne den Grund für deine Anwesenheit. Du wandelst auf Atoms geheiligtem Boden. Ja. Das sagtest du bereits. Oh klar. Geheiligter Boden. Ist auch wirklich traumhaft hier. Dein Spott trifft mich nicht. Die Kinder des Atoms haben geschworen, diesen Ort bis zur großen Spaltung zu bewachen. Niemand darf ihn betreten. Du siehst, ich bin hier. Ich habe das Ganze betreten. Ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur helfen. Atom braucht keine Hilfe von Ungläubigen. Wenn er zurückkehrt, werden diese Reliquien sein Wort und seinen Ruhm in alle Ecken der Welt tragen. Deshalb müssen sie beschützt werden. Der Mann leidet offensichtlich an Wahnvorstellungen.
Wir sollten eine andere Taktik versuchen. Ich will seinen Ruhm verbreiten. Pass auf, die Bomben werden benutzt, okay? Das willst du doch, oder? Dann habe ich dich vielleicht falsch eingeschätzt. Wenn du dafür sorgst, dass diese Reliquien benutzt werden, dann erfüllst du Atoms Willen. Nimm das und mach dich bereit, sein Heiligtum zu betreten. Folge dem Leuchten, es wird dich zu den Reliquien führen. Möge Atoms Glanz deine Seele wärmen. Gut. Machen wir das. Nicht lange aufhalten. Das wird eine kurze Folge, glaube ich. Hoffe ich. Nur eine kleine Special-Folge. Nur mal zu gucken, ob das Spiel darauf vorbereitet ist, wie das reagiert und ob er einfach verschwindet. Ich vermute mal, dass der Paladin Dance einfach verschwinden wird. Paladin? Gib deinen Kommentar. Gib deinen Senf dazu ab. Hallo? Der sagt nichts? Alter. Doch. Lieblingswaffen. Hey. Bereit. Paladin Dance. Was hast du auf dem Herzen? Was meinst du? Denk dran, wir repräsentieren hier die Bruderschaft. Machen wir sie stolz. Ja, aber ob das auch noch weiterhin, ob du, ja, noch ist er Bruderschaft. So, eine einzige nehme ich mir wieder mit, aus Prinzip. Zack, und schon erledigt. Und raus hier. Oh, wir können mit ihm jetzt schon reden. Okay. Dance? Jetzt, da dieser Ort gesichert ist, solltest du sofort zum Flughafen zurückkehren. Ich bleibe, bis die Vertibirds kommen. Ah! Aha! So hat das Spiel das geregelt. Ich verstehe. Aha! Guck mal einer an. So. So regeln die das also. Okay. Alter Finne. Ist das wirklich nötig? Absolut. Die Befehle von Ältester Maxon waren eindeutig. Ich soll die Bomben nicht... Damit erklären die das dann also, dass er nicht dabei ist. Ich verstehe. Oh, dieses Spiel. Okay, deshalb ist er nicht dabei. Deswegen können wir auch... Okay. Dann haben wir es ja dann auch... Du musst sofort zurück zum Flughafen, Ritter. Ich behalte alles im Auge, bis die Bomben abgeholt werden. Interessant. Sehr interessant. Äußerst interessant. Oh Mann. Okay, dann kann ich ja diese Folge jetzt gleich beenden. Weil das kennen wir jetzt ja alles dann schon. Okay, interessant. Ich hoffe, der Speicher funktioniert noch, wo ich mich wieder zurücklade. Wir haben jetzt gerade... Weißt du was, wir laden uns direkt da rein. Wir haben gerade erst 8 Minuten weg. Das müsste dieser Speicher sein, ne? Das müsste dieser Speicher hier sein. Komm. Das können wir jetzt alles nur in einer Folge erledigen. Das ist keine Special-Folge. Wir haben es einfach mal getestet. Wir laden uns wieder zurück und machen das alles noch in dieser Folge. Weil es sind gerade erst 9 Minuten vergangen. Knappe. Interessant, der bleibt also da und deswegen... Aha! Okay. Okay, alles klar. Gut. Oh Mann. Heiliger Vater. Na gut. Okay. So, Ladebildschirm, lad mal schneller. Aber interessant. Interessant, dass wir das noch mit reingebaut haben. So, Piper ist wieder da. Da ist Halen. Entschuldigung, gelehrte Halen. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Okay, Piper ist... Da sitzt Piper und wir gehen mal hier raus und treffen mal Paladin Dance. Okay, meine Güte. Eieieiei. Und wir sind ja dem Bruderschaftspart jetzt hier zugetan. Und wir müssen jetzt definitiv... Was macht der denn?
wir müssen jetzt den Bruderschaftspart hier angehen. Wir müssen jetzt quasi, wir dürfen ihn nicht als Begleiter mit danach nehmen. Ich glaube, der ist ein bisschen traurig, weil der gute Paladin Dance. Warum sind Sie noch immer an Bord der Prüfung? Ich will, dass Dance hingerichtet wird. Sofort. Boah, hingerichtet wird? Ohne mit ihm zu reden? Boah, Alter. Alter. Alter Finne. Deswegen habe ich, wie gesagt, auch gelogen mit dem Typen, der die Gude gefüttert hat. Weil, wenn er schon so redet, ich glaube, der hätte den anderen auch hingerichtet oder hinrichten lassen. Ganz ehrlich. Und wir hätten den nicht davon scheuchen können, weil das wäre eine... Ja. Da hätte jeder gewusst, er wäre derjenige gewesen, der geklaut hätte. Er hätte niemals wieder irgendwie jemanden treffen können von der Bruderschaft. Wir haben gut entschieden mit der Lüge. Oh Mann, oh Mann. Oh, guck mal, bestes Wetter. Wo müssen wir überhaupt hin? Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Wir müssen nach oben reisen. Reisen mal kurz hin zur Kinderkrippe. Tut mir leid, wenn wieder ein weiterer Ladebildschirm kommt. Tut mir leid. Aber das werden wir schon überstehen. Wir sind ja schon im Commonwealth. Das Commonwealth ist ja schon geladen. Das sollte nicht so lange dauern, das Laden. Oh Mann. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Spiel ist also mal wieder darauf vorbereitet gewesen. Unfassbar. Okay, gut. Das machen wir jetzt alles noch in dieser einen Folge. Ich wollte eigentlich eine Special-Folge daraus machen, für den Fall, dass man mit Paladin... Das wäre interessant gewesen, Mensch. Das wäre sehr interessant gewesen, mit Paladin Dance den Liberty Prime zu aktivieren. Die Kommentare von ihm. Das hätte ihn bestimmt stolz gemacht. Mann, warum hat das nicht funktioniert? Hätte ich so gerne mit ihm erlebt. Nein, er bleibt direkt da. Und so hat das Spiel... Ja, super. Na gut. Eieieiei. So, wir sind gleich da. Oh, gar nicht gesehen. Yogi-Bär war das. Der Fallout 4 Yogi. Oh, Geschützturm. Seid ihr lieb? Natürlich nicht. Lauschposten Bravo. Scheinbar nicht lieb. Naja, er verteidigt sich wahrscheinlich einfach nur. Wenn ich schon mal hier bin. Was hast du da versteckt? So einfach geht das. So einfach kann man den Aufzug wieder mit Energie versorgen. Das war aber vom Paladin nicht ganz gut. Ja gut, es wusste kein anderer davon, dass er hier ist, außer Halen und er. Vielleicht noch der andere sture Bock, der Hassbruderschaftler, der uns immer schief angemacht hat. So, jetzt bin ich mal gespannt auf Kommentare von ihm. Oh, Piper, warum bist du schon hier? Ey, der greift uns an. Wieso greifen wir uns an? Oh, da ist der Paladin. Ich glaube, der greift mich an. Ich will ihn nicht töten. Geschütztürme sind direkt eingerichtet. Okay. Alter, was ist das für eine Gegend hier? Was ist mit dem los? Normalerweise wacht da ein Bär auf, aber der Paladin hat ihn natürlich hier schon erledigt. Sonst würde das wahrscheinlich Fragen aufwerfen, warum der Bär den Paladin hier am Leben lässt. Ah, guck mal, der sieht so nackt aus. Hi,
Es überrascht mich nicht, dass Maxon dich geschickt hat. Er hat sich noch nie gerne selbst um die Drecksarbeit gekümmert. Keine Rüstung mehr? Okay, der wusste wahrscheinlich nichts davon. Das verstehe ich nicht, ja. Weil er wusste nichts davon. Garantiert nicht sogar. Für mich ist das ein noch viel größerer Schock als für dich. Wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. In diese Liste entschlüsselt hatte, hielt ich Sins für den Feind. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal zu hören bekomme, dass ich selbst einer bin. Wenn Hale nicht gewesen wäre, würden wir dieses Gespräch jetzt gar nicht führen. Und? Wie lauten deine Befehle? Will mich Maxon überhaupt lebend? Wie konntest du nicht wissen, dass du ein Sünd bist? Es ergibt doch für mich auch keinen Sinn. Es fühlt sich an wie ein grausamer Scherz. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich erinnere mich daran, wie ich in den Ruinen aufgewachsen bin. Alles. Ich schätze... Komm, wie traurig der aussieht. Einprogrammiert. Ich habe das Gefühl, dass ich stets mein Leben kontrolliert habe. Ich habe meine eigenen Entscheidungen getroffen und so mein Schicksal bestimmt. Selbst wenn die Beweise sagen, dass ich ein Sint bin, fühle ich mich jetzt nicht anders. Ich fühle mich immer noch als Mensch. Ja, das ist halt. Die entwickeln Gefühle. Ist doch offensichtlich deswegen ist das auch vom Institut auch, weiß ich nicht, zu Ende gedacht. Wenn er jetzt Gefühle entwickelt, er ist eigentlich das gute Beispiel, dass die Gefühle, er kann also auch Hass und alles empfinden. Was ist dann, wenn die jetzt alle austauschen mit Sins, mit den eigentlichen Vorgehen, dass die Menschen dann weg sind und dann friedliche Sins herrschen. Aber wenn die jetzt Gefühle entwickeln, dann können die auch Krieg anfangen. Also ist es... Ach, nee. Nein, aber ich hoffe, wir finden einen Ausweg. Red doch keinen Blödsinn. Mir ist klar, dass das hier schwierig für dich sein muss. Ich wünschte, Maxon hätte jemand anders geschickt. Aber das alles ändert nichts an den Tatsachen. Ich bin ein Sint. Das heißt, ich muss zerstört werden. Nein, das musst du nicht. Das werde ich nicht tun. Egal, ob ich jetzt den Bruderschaftspart spiele oder nicht. Ich werde das nicht tun. Ich werde dich nicht töten. Ich müsste jetzt eigentlich... Ich müsste es tun, aber... Nein. Und die Menschheit an den Rand der Ausrottung gebracht hat. Ich muss das Exempel sein, nicht die Ausnahme. Ach, rede ich so einen Blödsinn. Du bist eine Maschine! Ich weiß nicht, ob da die Maschine oder der Mensch aus dir spricht. Die Tatsache, dass du verwirrt bist, bestärkt mich nur in meiner Entscheidung. Ich bin bereit, die Konsequenzen meiner wahren Identität zu tragen. Maxon hat dir befohlen, mich zu töten. Und ich werde mich dir sicher nicht in den Weg stellen. Nein, ich werde es nicht tun, Dance. Ich kann nicht glauben, dass du dein Leben riskierst, um meins zu schützen. Warum tust du das für mich? Ich habe schon meine Familie verloren. Ich will nicht auch noch einen Freund verlieren. Du hast recht. Wie konnte ich nur so blind sein? Ich sollte bedenken, wie sich mein Tod auf die auswirkt, die mir nahestehen. Leute wie du und Halen. Jetzt, da du mir die Augen geöffnet hast, kann ich meine nächsten Schritte abwägen. Der nächste Schritt wäre? Was sollten wir als nächstes tun? Du musst deinen Kampf gegen das Institut fortsetzen. Aha, er ist also immer weiterhin noch gegen das Institut. Er ist also weiterhin, wahrscheinlich jetzt erst recht, oder wie? Nimm meine Holomarke. Nutze sie als Beweis, dass du deinen Auftrag erfüllt hast. Sonst schickt mir Maxon nur jemand anders auf den Hals. Dann komm, lass uns von hier verschwinden. Paladin Dance Holomarke. Mal kurz eine Minute. Hä? Huch! Verbundenheitsstufe. Hey. Schieß los. Piper hier! Hallo! Hey, Piper. Und hast du mittlerweile eine Minute Zeit für mich gefunden? Aber für dich doch immer. Aber erstmal so. 2 Minuten. Vielleicht sogar 2. Oh, toll. Seltsam, aber toll. Es musste sein. Wegen Ned gesagt hast. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht und du hast recht. Die Familie ist zu kostbar. Was ist das für ein Leben für sie, wenn ich sie einfach nie wiedersehe? Es ist nur, dass es mir manchmal so vorkommt, als hätte ich im Leben nur Ned und die Zeitung. Jemanden zu haben, auf den ich zählen kann. Jemanden wie dich bedeutet mir viel. Nicht viele Leute verbringen gern Zeit mit der neugierigen Reporterin. Ein kleines Mädchen und eine Druckerpresse.
Hört sich ja nach einem erfüllten Leben an. Aber hallo. Ich meine, ich habe nicht mit der Zeitung angefangen, um mir Freunde zu machen. Das glaube ich. Ich wollte nur die Dinge verbessern, die meiner Meinung nach. Wollte sie Wahrheit verbreiten, gar keine Frage. Du wolltest informieren. Lief eine Menge falsch. Korrupte Wachen, lausige Infrastruktur. Vor ein Loch in der Außenmauer hat man einfach ein Bücherregal gestellt. Ein Bücherregal. Mehr nicht. Ich habe die Zeitung eigentlich als rein Akt der Verzweiflung gegründet. Wie sich herausstellte, war ich nicht die Einzige, die wollte, dass die Dinge sich ändern. Nach den ersten Ausgaben waren zwar vielleicht nicht alle meiner Meinung, aber immerhin hörten mir alle zu. Hört sich an, als hättest du wirklich aufgeräumt in Diamond City. Es wurde eine Menge gemacht. Sie haben sogar ein zweites Bücherregal vor das Loch gestellt. Und es wurde zugemauert. Als die erste Ausgabe erschien, fühlte ich mich, als hätte ich das erste Mal etwas Nützliches getan. Aber danach änderte sich alles wieder. Die Leute wollten nicht mehr mit mir reden. Offenbar war ich über Nacht von Piper, der Freundin und Vertrauten, zu Piper, der neugierigen Schnüfflerin geworden. Viele Leute behandeln mich seitdem anders. Langsam kam es mir so vor, als könnte ich nur noch auf meine kleine Schwester zählen. Auf mich kannst du zählen, Piper. Das weiß ich doch. Du hast keine Angst vor mir, wie alle anderen. Ich war mir sicher, dass die Zeitung das Beste sein würde, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Aber jetzt, da ich hier bei dir bin, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich habe schon ewig jemanden wie dich in meinem Leben gebraucht, Blue. Ich dachte nur nie, dass es auch passieren würde. Also danke. Für eine Freundschaft. Was will sie uns sagen, insgeheim? Umwerben? Ja, Frau ist schon eine Zeit lang tot, also, und sie sieht fast so aus wie unsere Frau und ich mag sie und ja, das Leben muss weitergehen und wenn Sean ist ja der alte Mann, also er braucht nur eine neue Mutter von der Presse, also umwerben wir sie mal, weil das Leben weitergehen muss. Das Leben muss weitergehen. Hört sich für mich an, als wärst du an mehr als nur an einer Freundschaft interessiert. Ich müsste lügen, wenn ich sagte, ich hätte nicht schon drüber nachgedacht. Also nicht, dass ich ständig darüber nachdenke. Es ist nur so, Blue. Ich bin laut und aufdringlich und übernehme mich andauernd. Warum in aller Welt? Das ist genau das, was ich brauche. Du jemanden wie mich wollen. Du bist perfekt für mich. Du musst gar nicht makellos sein, Piper. Für mich bist du perfekt. Perfekt, was? Das höre ich zum ersten Mal. Also, ich finde, du bist ebenfalls perfekt. Meine Güte, Blue, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du bist alles, wovon ich je geträumt habe. Komm schon, lassen wir die Welt nicht länger warten. Durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit Piper hast du den Skill Redegewandtheit erhalten. Haben wir jetzt mit Piper tatsächlich die höchste Stufe erreicht. Und sind jetzt ein Paar. Piper. Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Na, das weiß ich doch. Was meinst du? Man ist selten beliebt, wenn man das Richtige tut. Aber ich könnte sonst nicht mehr in den Spiegel schauen. Ich wollte nur fragen, ob die Dinge zwischen uns gut laufen. Klingt aber jemand ein wenig nervös. Aber du musst dir keine Sorgen machen. So glücklich wie jetzt war ich schon lange nicht mehr. Was sollte ich mehr wollen? Dann sollten wir jetzt auch mal einen Begleiter wechseln, sicher? Weil wenn wir jetzt mit Liberty Prime dann loslegen und richtig, ich glaube, das wird unsere Beziehung nicht gut tun, oder? Ich glaube, ich werde dann jemand anders dann wählen. Vielleicht jemand Neues vielleicht, ich will mal gucken, wen. Nick sollten wir nicht unbedingt mit dabei haben, als sind. Paladin Dance, ja, wenn wir den mitnehmen, ja, sind wir natürlich dann, ja, das ist auch keine gute Idee. Den großen Grünen könnten wir nehmen und wir könnten mal ein paar andere NPCs vielleicht mal besorgen. Ist er schon weg? Er ist schon weg. Wir haben noch einen Rechner hier. Einmal Pause drücken und dann könnt ihr lesen. Überwachungsbericht. So, haben wir es auch.
Da ist eine Zigarrenkiste. Wenn ihr Geld braucht, könnt ihr die ganz gut verkaufen. Also Zigarrenkisten bringen ganz schön was an Kronkorken, habe ich mir sagen lassen. Gut, er ist schon oben. Dann folgen wir ihm mal. Nach oben. Ganz schön tief runter geht das da. Aber wir sind wieder oben angelangt. Er ist hier. Er hat sich tatsächlich selbst auf den Weg gemacht. Er wollte sich tatsächlich selbst überzeugen. Woher weiß er überhaupt, wo wir sind? Hat er uns verfolgt? Er wollte sich tatsächlich selbst davon überzeugen. Alter. Wie können Sie es wagen, die Bruderschaft zu verraten? Das ist meine Schuld, nicht seine. Zu dir komme ich gleich noch. Ritter, wieso wurde dieses Ding noch nicht... Alter Finne. Er ist tatsächlich selber persönlich gekommen. Wie haben Sie uns gefunden? Als ich Sie losgeschickt habe, um diese Maschine auszuschalten, hatte ich schon den Verdacht, dass es Ihnen schwerfallen würde, meine Befehle auszuführen. Oh Mann. Seit ich hier bin, scheinen sich meine Befürchtungen bewahrheitet zu haben. Was hat es Ihnen gesagt, dass Sie die Bruderschaft verraten? Warum ist es noch am Leben? Wir könnten ihn jetzt hier ohne Probleme ausschalten. Wir brauchen einfach nur irgendwie zack. Und dann wäre die Bruderschaft ohne große Führung. Außer Kels natürlich. Aber Mani natürlich nicht. Er lebt noch, weil Sie ihm Unrecht getan haben. Ihm? Vance ist kein Mensch, sondern eine Maschine. Ein Roboter. Erschaffen vom Institut. Es entstammt nicht dem Leib einer liebenden Mutter. Es wurde in einem kalten Labor hergestellt. Aber er hat sich das nicht ausgesucht. Fleisch ist Fleisch. Er denkt, er wäre ein Mensch. Er hat die ganzen Erinnerungen. Der echte Paladin Dance, also der lebendige. Ja, oh Mann. Also die Geschichte von ihm, ne? Also irgendwo muss das ja herkommen. Es muss ja einen echten gegeben haben. Oder meinst du, der wurde einfach erschaffen und er hat sich die Story und ihm wurde eingepflanzt? Weiß ich nicht. Oh Mann. Kompliziert. Sieh dir die verbrannte Erde und die Knochen an, die überall im Ödland. Aber er nennt ihn noch Dance, nicht Maschine, ne? Er nennt ihn noch Dance. Die Wissenschaft der menschlichen Kontrolle entglitten ist. Sie nennen es eine neue Grenze oder sprechen davon, Grenzen zu überwinden und missachten dabei sämtliche Folgen. Siehst du denn nicht, dass das gleiche wieder passiert? Mein Gott, regt er sich auf. Du bist der nimmt bestimmt irgendwelche Herztabletten. Das Tausende umfasst, bereit, die Überreste der Menschheit zu vernichten. Oh Mann. Sie vergleichen Dance mit einer Atombombe? Diese Maschine ist vielleicht keine Bombe, aber ihr Zweck ist der gleiche. Platzieren Sie sie dort, wo Sie Schaden anrichten wollen, und wenn Sie es am wenigsten erwarten, führt sie einen tödlichen Schlag aus, ohne Vorwarnung. Ich meine, das Institut könnte jetzt tatsächlich irgendwie die Sins irgendwas einbauen, ne? Irgendwie wie ein Peilsender oder irgendeine Bombe, um dann sie irgendwie zur Not dann in die Luft zu jagen. Das würde ich als Institutsmitarbeiter vielleicht mit einbauen. Ich bin so gespannt auf den Part des Instituts, um das mal ein bisschen besser kennenzulernen, wie die so wirklich ticken und so. Aber ich glaube, wir sind genauso wie die Bruderschaft. Die tun nur so fein und toll. Genau das, er spürt. Er hat gespürt. Das macht keine normale Maschine. Die können spüren, die können Gefühle entwickeln, die Sins. Deswegen hat sich auch das Institut da auch getäuscht. Die können keine kriegfreie Welt erschaffen, da die auch Gefühle entwickeln, wie auch Hass. Dafür ist es jetzt zu spät. Das Institut hat dir törichterweise das Leben geschenkt. Du solltest nicht existieren. Ich werde darüber nicht länger diskutieren. Meine Befehle sind eindeutig. Es ist in Ordnung. Wir haben unser Bestes versucht. Du hast mich davon überzeugt, dass ich mich meiner wahren Identität nicht zu schämen brauche. Und dafür danke ich dir. Wie auch immer du dich entscheidest. Ich gehe ohne Zorn und ohne Bedauern in den Tod. Du wirst nicht sterben, mein Freund. Entweder Sie exekutieren Dance jetzt oder ich tue es, Ritter. Dann tu es doch. Er muss an mir vorbei. Wenn er stirbt, was passiert dann mit mir? Angesichts der Umstände bin ich bereit, diesen Aussetzer Ihres Urteilsvermögens zu übersehen. Natürlich, weil du mich noch brauchst. Viel Drecksarbeit, du Sack. Es trifft Sie keine Schuld. Also treffen Sie Ihre Entscheidung. Weil du mich noch brauchst. Drecksack.
Nach all den Opfern, die ich gebracht und all den Kämpfen, die ich für die Bruderschaft gewonnen habe, müssen Sie mich anhören. Das sind Sie mir schuldig. Gut, ich höre. Oh Gott. Wenn ich mir anders überlege. Wenn ich mir in meiner Zeit bei der Bruderschaft auch nur einen Teil Ihres Vertrauens und Ihres Respekts verdienen konnte, würde ich das sofort eintauschen, um Dans Leben zu retten. Ihnen bedeutet das Leben dieser Maschine so viel? Wir scheinen hier nicht mehr weiterzukommen. Dans am Leben zu lassen, würde alles untergraben, wofür die Bruderschaft steht. Aber dennoch bestehen Sie darauf, dass er nicht getötet wird. Es könnte auch Sins geben, die für die Bruderschaft kämpfen. Das würde Dans tun. Hat er schon mal an sowas gedacht? Sins für sich zu benutzen? Daran denkt er nicht. Von diesem Tag an ist es ihnen verboten, die Pridwin zu betreten. Aber er lässt ihn am Leben. Oder mit Mitgliedern der stillen Bruderschaft zu sprechen. Verstößt ihn. Sollten Sie diese Regeln ignorieren, werde ich sofort das Feuer auf Sie eröffnen lassen. Haben wir uns verstanden? Ja, danke, dass Sie an mich geglaubt haben, Arthur. Verwechseln Sie Billigung nicht mit Mitleid. Der einzige Grund, weshalb Sie noch am Leben sind, ist er. Ich kehre jetzt zur Pridwin zurück, Ritter. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich zu verabschieden. Ich erwarte Sie dann wieder auf dem Schiff. Wir müssen uns noch immer um das Institut kümmern. Ach ja. Entschuldigung? Man braucht eine Menge Mumm, um Maxen so die Stirn zu bieten. Freunde stehen füreinander ein. Komme, was wolle. Das tun sie. Deshalb habe ich mich entschieden, hier zu bleiben. Ich hatte nicht vor, den Rest meines Lebens in diesem alten Horchposten zu verbringen. Aber das hilft jetzt wohl nichts mehr. Außerdem brauchst du noch immer meine Hilfe. Und ich will verdammt sein, wenn ich dich einfach alleine durch das Commonwealth ziehen lasse. Jetzt solltest du besser zurück auf die Pridwin gehen. In der Zwischenzeit richte ich mich in diesem Bunker hier ein. Wenn du mich brauchst, findest du mich hier. Das wäre noch interessant, ob der noch weiter Zins erschießen würde, jetzt wo er noch einer ist. Wird es für dich ein Problem sein, Zins zu töten? Auch wenn ich körperlich ein Zins bin, gehören mein Herz und meine Seele der Bruderschaft. Genau das. Er ist ein Teil. Nach wie vor eine gewaltige Gefahr für das Commonwealth. Es verfügt der über Technologie. Der Oberboss ist war, also Arthur war einfach. Ich nicht zögern werde, gegen sie zu kämpfen. Dumm war er. Naja. Was ist mit Halen? Ich glaube nicht, dass Maxon von ihrer Beteiligung. Also er würde weiter einen Zins erschießen. Ich kontaktiere sie. Er ist ein weiterer Teil der Bruderschaft. Die Bruderschaft sollte auch Zins nutzen. Gar keine Frage. Komm mit mir, ist nicht gut, weil damit sind wir feindlich. Wir müssen jetzt zur Bruderschaft gehen. Wir können nur mit ihm Missionen machen, die nichts mit der Bruderschaft zu tun haben. Wir sehen uns mal wieder. Hoffe ich. Wir sehen. Mal sehen. Irgendwann in den Let's Play vielleicht nochmal. Oder wir nehmen eine andere Begleitung. Gut, dann reisen wir mal zurück zum Flughafen. Und dann machen wir einen Folgenbreak. So, Flughafen war wo? Das war hier unten irgendwo. So, direkt zur Pridwin. Sprich mit Alistair Maxon. Da ist die Folge auch voll. War nicht so eine lange Folge heute. So, und dann machen wir uns dann wieder auf, mit Liberty Prime weiterzumachen. Kommt wahrscheinlich jetzt, ne? Weil wir wurden ja erstmal abgehalten davon. Wir mussten ja uns erstmal um Dance-Sache kümmern. Jetzt wird wahrscheinlich das Ganze. Oder es kommt das Ganze jetzt mit der Railroad dazwischen. Wir müssen erst die Railroad zerstören und dann dürfen wir das Institut zerstören. Ich vermute mal, dass eins von beiden jetzt kommen wird. Wir müssen uns ja auch noch Pam holen, ne? Der gute Quinlan braucht ja noch die gute Pam, die bei den letzten Roboter. Die müssen wir uns ja auch noch da rausholen. Ein Vorkriegsroboter. Auch eine weitere Kampfmaschine. Pam. Melde mich wie befohlen, Ältester. Bevor wir weitermachen, möchte ich eine Sache klarstellen. Dies wird das letzte Mal sein, dass wir über Dans reden. Was die stählerne Bruderschaft anbelangt, ist er tot. Verstanden? Zuerst um die Bruderschaft. Natürlich. Die Bruderschaft muss an erster Stelle stehen. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung für sie. Oh, natürlich Mann. Fehlt durch Dans Hinrichtung jetzt ein Glied in unserer Befehlskette. Dieser Verräter hatte eine relativ wichtige Position inne. Ich bin mir sicher, sie werden ihn würdig ersetzen. Seine Quartiere und seine Besitztümer gehören nun ihnen. Einschließlich seiner persönlichen Powerrüstung. Herzlichen Glückwunsch, Paladin.
Jetzt sind wir zum Paladin geworden. Wo bewahrte Dan seine Powerrüstung auf? Sie finden sie sicher in Proctor Ingrams Teil des Schiffes. Tragen Sie sie mit Stolz. Bedenken Sie jedoch, dass ein Paladin der Bruderschaft unseren Brüdern und Schwestern in seiner Rechtschaffenheit ein Vorbild sein soll. Ich gehe davon aus, dass... Jetzt dürfen wir seine Rüstung tragen. Und mit seiner Rüstung müssen wir mit jemandem reden und arbeiten. Das wäre es noch. Das wäre so von arschig, wenn wir seine Rüstung tragen würden, damit ihm dann... Derzeit laufen die letzten Arbeiten an Liberty Prime. Captain Kells hat eine mögliche Bedrohung unseres Einsatzes identifiziert. Melden Sie sich unverzüglich bei ihm. Jetzt kommt garantiert die erst einmal die Wildward ausschalten. Hundertprozentig. Oder? Welche Mission kommt jetzt? Erstmal eine Menge Erfahrungspunkte. Und jetzt kommt... taktisches Denken. Das Array wird noch immer von Streufunksignalen. Oh, sie ist auch hier. Versuche sie rauszufiltern. Ah, Paladin. Gut. Jetzt, da die unschöne, Sache Arschloch. Wurde, können wir zu unseren Kriegsvorbereitungen zurückkehren. Findest du, dass es richtig war, Dance hinzurichten? Es ist offensichtlich, dass Dance ein Verräter war. Oder zumindest auf dem besten Weg dorthin. Die Anwesenheit dieser Maschine war eine Gefahr für Schiff und Besatzung. Also mussten wir uns schnell und gnadenlos darum kümmern. Dein Vorgehen in dieser Sache war nicht nur richtig, sondern sogar entscheidend für unsere Mission. Jetzt, da wir das hinter uns haben, können wir uns wieder auf unsere Gefechtsvorbereitung konzentrieren. Bin bereit. Ich bin bereit, Captain. Gut, denn diese Mission erfordert deine volle Aufmerksamkeit. Was kommt jetzt? Bevor wir mit dem Angriff auf das... Die Railroad, jetzt kommt erst die Railroad. ...müssen wir uns um eine andere Gefahr kümmern, um die Railroad. Diese Gruppe ist zwar klein, aber fähig und nutzt Listen und Guerillataktiken, um ihren Feind zu zermürben. Laut unserer taktischen Analyse könnten sie unseren Einsatz behindern oder sogar gefährden. Dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Wenn wir sie jetzt angreifen, sollten wir den Schaden maximieren können, den wir ihnen zufügen. Warum ist die Railroad so gefährlich? Trotz ihrer relativ geringen Größe stellt die Railroad eine konstante Gefahr für unseren Einsatz dar. Sie haben sich bereits als widerstandsfähig gegen überlegene Truppen erwiesen und verschwinden, wenn sie in die Enge getrieben werden. Schlimmer noch, sie verfügen über die Möglichkeit, Synths zur Flucht aus dem Institut zu verhelfen. Wenn wir der Bedrohung durch die Synths ein Ende setzen wollen, müssen wir die Lecks stopfen. Um die Railroad zu vernichten, müssen wir zwingend ihre Führung ausschalten, da sie sich ansonsten einfach anderswo neu formieren. Ich habe hier eine Liste der 5 Ziele, deren Tod ihre Befehlskette wohl vollständig zusammenbrechen lässt. Keine Gefangenen? Und die müssen alle sterben. Absolut. Nur so können wir effektiv sicherstellen, dass sie keine Bedrohung mehr darstellen. Bevor du gehst, hat Proctor Ingram noch zusätzlich... Jetzt kommt wahrscheinlich noch Pam, ne? Laut unserer Quellen hat die Railroad genau einen experimentellen Prototypen eines Roboters in ihrem... Jetzt kommt Pam. Wird sie alles zusammen erledigt. Okay. Analysemaschine. Putzig, nicht wahr? Pam. Putzig, nicht wahr? Der Roboter führt komplexe strategische Berechnungen durch, die deutlich effektiver sind als alles, was wir hier hinbekommen. Wenn wir mit diesem Holoband die Sicherheitsvorkehrungen von Pams Terminal knacken können, wird die Einheit gezwungen, auf die Prairie zurückzukehren. Ah, es war also ein... Wir könnten Pams Rechnung... Ah, die Railroad haben sie also einfach übernommen. Falls es nicht anders geht, ist die Maschine zu vernichten. Jetzt will sie Bruderschaft. Sie darf nicht dem Institut in die Hände fallen. Ah, Pam. Kannst du mir mehr über Pam sagen? Wir haben kaum Informationen. Ihre Hauptfunktion ist angeblich das Vorhersagen der Zukunft anhand von mathematischen Berechnungen. Ja, die kann keine Ahnung, wie gut die Trefferquote Dinge ist. Vorhersagen durch Logik und Co. einsetzt, scheint es ihnen ja etwas zu nutzen. Ich bin mir sicher, Proctor Quinlan hätte sie nur zu gerne. Das glaube ich auch. Ich glaube, das sollten genug Informationen für die Mission sein, Paladin. Na gut, haben wir das. Auf zur Old North Church in der nächsten Folge. Dann werden wir die Railroad ausschalten. Alle, die da sind. Wie gut, dass wir uns noch mit denen noch nicht so sehr angefreundet haben. Wenn du nicht in der Lage bist, Pams Systeme zu hacken, solltest du jemanden mitnehmen, der das kann. Und der wäre? So, jetzt nehme ich aber nicht mehr... Ach, guck mal, jetzt sind alle Missionen fehlgeschlagen, weil wir jetzt Feinde sind.
geh mal eben kurz nach oben. Die Rüstung schon mal holen. Die Rüstungsteile, nicht die Rüstung selber, sondern nur die Teile. Die möchte ich gerne mitnehmen. Als Trophäe. Aber damit rumzulaufen wäre falsch. Auch vor allem, wenn ich damit Paladin Dance treffe. Nee. Das geht nicht. Versuch bitte, Pam, unbeschädigt. Achtung! Die morgige taktische Besprechung wurde verschoben. Der neue Termin wird Ihnen noch mitgeteilt. Diese Rekruten machen mir Sorgen. Zu jung, zu unerfahren. Nicht in die Abgabe zu meiner Zeit. Deine Beförderung war mehr als verdient, jetzt? Paladin. Wo ist denn sie jetzt? Hier. Das ist sie. Transfer. SB5. Zack. Ist es zu fassen, dass Synths Menschen durch exakte Duplikate ersetzen? Und der ruht sich ein bisschen aus. Gut, Freunde. Ich würde aber gerne nochmal zu Paladin Dance fahren. Nur mal eben kurz nochmal zurück. Und bevor wir jetzt die andere Mission machen, habe ich jetzt noch. Mal eben kurz mal eben schauen. Betritt die Old North Church. Das machen wir noch. Und das hier machen wir erst ganz spät, wenn überhaupt. Ich würde gerne mal kurz zu Dan zurück. Gucken, ob er sich mittlerweile eingerichtet hat. Und dann machen wir einen Folgenbreak. Ja, interessant. Interessante Folgen haben wir da. Letzten Folgen erlebt und erstellt. So, dann gucken wir mal die Karte. Ist er jetzt wieder da, wo er ist? Wir reisen mal hin. Und ich hoffe, es dauert nicht so lange. Interessant auf jeden Fall, dass er weiterhin Synths als Bedrohung ansieht, der gute Dance. Interessant. Er ist weiterhin Teil der Bruderschaft. Nach unten. Huch! Oh! Ich glaube... Ja, er hat sich tatsächlich... Wo hat er die her? Entschuldigung, Paladin Dance? Bereit, unsere Mission fortzusetzen, Soldat? Nee, Moment, nicht. Jetzt nicht. Kein Problem. Er hat sich also eine neue Power-Rüstung besorgt. Eine, die nicht von der Bruderschaft ist. Aber einfach nur mal so, weil er sich darin wohlfühlt. Schau mal einen an. Okay, er ist also weiterhin hier unten und den kann man, wenn wir ihn holen... Warte mal, können wir ihn vielleicht... Wo ist Piper? Kann ich ihn vielleicht zum... Hallo, ich häng fest. Piper brauchen wir sowieso nicht mehr. Ja. Wir nehmen ihm eben kurz mit. Dance? Bereit, unsere Mission fortzusetzen, Soldat? Und schicken ihn in diese eine Siedlung, die wir da haben. Bereit. Verstanden. Piper kommt dahin, kann sich mit Nick da an den Tisch setzen. So. Nach oben. Kein Ladebildschirm, ne? Das ist kein Ladebildschirm. Oh, da ist sie ja. Warte mal. Wenn wir sie jetzt wieder nehmen, gehen wir. Wird gemacht. Lass dort draußen höchste Vorsicht walten, Piper. Und jetzt schicken wir ihn nämlich dahin. Da haben wir mich einladebeschirmt, um dahin zu reisen. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Gehen wir. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Lass dort draußen höchste Vorsicht walten, Piper. Das Commonwealth ist tödlich für Zivilisten. Ich kann selbst auf mich aufpassen, Herr Soldat.
Herr Soldat. Und dich schicken wir jetzt im Bootshaus. Damit du hier wegkommst. Damit du hier wegkommst, weil der gute Arthur weiß ja, wo du bist. Nicht, dass er jetzt doch noch Entscheidungen trifft, hier alles zuzubomben. Ja, Freunde, das war bei schönstem Wetter, ja, das Ende der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge geht's dann ab zur Railroad. Da werden wir sie ausschalten. Ich werde mir aber einen anderen Begleiter suchen. Ich glaube, ich werde mir dafür den Grünen holen, oder? Ja, ich glaube, ich werde mir den Grünen Dicken holen. Den Supermutanten. Ich glaube, das ist eine gute Aufgabe für ihn. Erst einmal vorübergehend. Nur vorübergehend. Das macht, glaube ich, mal. Das können wir mal machen. Weil mit Nick möchte ich jetzt auch nicht. Und ja, Dogmeat könnten wir uns holen. Aber ich denke mal, der Grüne wäre ganz in Ordnung. Ja, dann sage ich jetzt gerne mal einen Kommentar schreiben, wie ihr es fandet. Meinung, Kritik, Lob in die Kommentare schreiben und einen Daumen nach oben. Da lassen wäre nicht schlecht, würde mich sehr darüber freuen. Und ein Abo mit Glocke, um hier jetzt über neue Videos informiert zu werden, würde mich sehr freuen und unsere Community weiter wachsen zu lassen. Würde mich sehr freuen. Ja, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Das schönste Wetter, geht mal raus, entspannt mal, genießt das schöne Wetter und dann sehen wir uns demnächst irgendwann wieder, wenn wir uns dann die Railroad annehmen, bevor wir dann mit Liberty Prime das Institut auseinandernehmen. Also, so viele Folgen wird es sich von der Story aus nicht mehr geben. Danach können wir noch so ein paar Kleinigkeiten machen. So ein paar kleine Quests wie Pikmin und Co. Aber der Bruderschaftspart ist auf jeden Fall dann abgeschlossen. Ja, das war unser Ziel. Und wird es sein. Und ja, weitere Folgen folgen. Also, macht gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao und tschüss. Ja, bis dann.